Mittelfeldspieler Toni Kroos von Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat die Spielansetzung der Partie gegen den FC Getafe 2:0 am Sonntagabend indirekt kritisiert. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf DAZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. I am happier than it seems, but usually I am asleep at this time. Twitter.com/-9w9ri Toni Kroos @ToniKroos19. August 2018, ich bin glücklicher, als es aussieht, twitterte Kroos nach dem erfolgreichen Saisonstart der Blancos und ergänzte, aber normalerweise schlafe ich zu dieser Zeit. Das Match gegen Getafe war erst um 22:15 Uhr angepfiffen worden. Real mit Wiedergutmachung nach der 2:4 Niederlage im UEFA Supercup gegen Stadtrivale Atletico Madrid sorgten die Königlichen in der Liga für Wiedergutmachung und feierten einen soliden La Liga-Einstand. Dani Carvajal und Gareth Bale erzielten die Treffer. Toni Kroos spielt seit 2014 bei Real und absolvierte seitdem insgesamt 192 Einsätze im Dress der Madrilenen. Punkt. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt ist noch bis 2022 gültig. Mehr zu Real Madrid und Toni Kroos.